Das Wort zum Sonntag könnte heute ziemlich knackig werden, wer keinen Bock hat, sofort abschalten. Aber warum Ricarda Lang ihren Mund gar nicht mehr zubekommt und warum wir in diesem Land Probleme haben, die aber nicht unlösbar sind, wollen wir mal ganz kurz in die Analyse gehen. Der ehemalige Chefvolkswirt der Bremer Landesbank, Volker Helmer, hat in einem Interview gesagt, dass wir auf der ganzen Welt ungefähr 3.300 Hidden Champions haben und allein in Deutschland fast die Hälfte sitzen. Noch. Warum noch? Ja, die sind sehr energiehungrig und wir können, glaube ich, global gesehen Rohstoffe, vor allem auch Metall, ziemlich gut veredeln. Da waren wir eigentlich immer Weltspitze, sind wir teilweise sogar noch. Aber warum wir damit sehr energiehungrig sind und Energie sehr teuer ist, wisst ihr alle, warum das ist. Da hinten steht das beste Beispiel, dass wir hier Windräder haben, die sich mal heute wieder nicht drehen und in einer Stunde auch keine Solarleistung mehr da ist. Aber man meint, das würde gehen. Der Sektor ist aber hoch energieintensiv. Und das, was ich eben sagte, wenn 20% von Unternehmen plötzlich wegfallen, dann fallen das wie in einem Zahnrad, wohin die Zähne ausbrechen. Das heißt, wenn die Weltwirtschaft Traktion nimmt, das läuft nicht mit. Und das ist das Ass, mit dem im Moment diese Regierung spielt, mit einer Nonchalance, mit einem Laissez-faire, dass es mich wirklich, dass es mir den Atem stockt. Man muss doch wissen, was sein Geschäftsmodell ist. Herr Fratscher vom DEW hat jetzt vor kurzem auf einer Veranstaltung gesagt, mit der Deindustrialisierung, das sollten wir mal locker nehmen. Deutschland hat ein Geschäftsmodell, um sich zu ernähren. Und das ist die hochwertige Veredelung von Rohstoffen, Halbfertigwaren, hochenergieintensiv veredelt, um sie am Weltmarkt zu verkaufen. Und wenn uns dieses Geschäftsmodell wegfällt, Gnade uns Gott, denn wir haben kein anderes. Warum Ricarda ihren Mund nicht zubekommt, zeige ich euch, weil der Präsidentschaftskandidat von Trump, J.D. Vance, ihr mal die Leviten liest, beziehungsweise uns allen. Brauchen wir vielleicht auch mal. One country, maybe, in NATO that did not follow the stupid Washington consensus and allow their country to be deindustrialized during the 70s, 80s, and 90s. And yet at the very moment that Putin is more and more powerful, where the Russian army is invading European countries en masse, this is the point at which Germany starts to deindustrialize. Look at the number of people working in manufacturing in Germany now versus 10 years ago. Look at the critical raw materials produced in Germany now versus 10 years ago. The energy dependence now versus 10 or 20 years ago. We have got to stop deindustrializing. We want Europe to be successful, but Europe has got to take a bigger role in its own security. You can't do that without industry. Es ist ja nicht der erste Versuch der amerikanischen Politik, in die Energiepolitik Deutschlands einzugreifen. Ich erinnere an Erdgasröhrengeschäfte. Zu allen Zeiten ist dieser Versuch gemacht worden. Und alle deutschen Kanzler haben deutlich gemacht, dass diese Art von exterritorialem Vorgehen nicht geht und dass das auch eine Belastung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses ist. Nochmal. Der mutmaßliche Vizepräsident der kommende der USA ruft uns persönlich direkt dazu auf, mutiger zu sein, entschlossener zu sein, selbstbewusster zu sein, autark zu werden, damit wir den Amerikanern nicht auf der Tasche liegen, beziehungsweise abhängig von denen sind. Das musst du dir mal vorstellen. Warte mal, hatten die Kanzler vorher recht und der Schröder auch? If you're not at the table in the international system, you're going to be on the menu. Nun, um Probleme zu lösen, muss ich erstmal die Probleme überhaupt erkennen. Und wir haben ja jetzt festgestellt, Energie ist in Deutschland so teuer, das sucht weltweit wirklich seinesgleichen. Aber warum ist es dazu gekommen? Weil wir, glaube ich, auf eine Energiepolitik gesetzt haben, die nun mal vor die Wand gefahren ist. Und kein anderer macht es leider nach, was all die Jahre gesagt wurde. Wir müssen, einer muss Vorreiter sein, einer muss vorangehen, um das Klima zu retten. Und wir wissen ja nun alle, wie wir brainwashed werden, indem man uns erzählt, das Klima kollabiert. Der Klimawandel ist zu 100% menschengemacht, also zu über 100% tatsächlich sogar. Wir müssen jetzt sofort all diese Projekte machen. Wie gesagt, ich bin ein totaler Freund von allen Energieträgern, die funktionieren. Ja, aber sie müssen auch bezahlbar sein und sie sind es nun mal leider Gottes nicht. Die Folgen sehen wir jetzt, aber man hat es ja geschafft, indem man auch bezahlte Menschen auf die Straße geschickt hat, die sich auf Flughäfen oder auf Straßen festgeklebt haben. Und in anderen Ländern ist dieser Spuk mit der Klimahysterie, der Weltuntergangsstimmung jetzt vorbei. Gerade in meinem zweiten Heimatland UK geht man jetzt massiv gegen diese Menschen vor. Schaut mal gerade rein, wie. We're part of the plot to cause serious disruption to UK airports. Sorry. Yeah, that way. Yeah, thanks. I'm being arrested for suspicion. Oh, I can't remember, what did you say it was, sorry? Es ist anscheinend gerade erst aufgestanden. Wahrscheinlich war es erst 11 Uhr.
Aber wir sind alle bezahlt. Wer noch mal den ganzen Greichen-Clan, die Welt hat das mal, glaube ich, vor einem Jahr oder so in einer wunderbaren Grafik mal dargestellt, wie das alles und von wem das alles bezahlt wird, die ganzen NGOs. Und wie gesagt, das Kartenhaus bricht gerade in sich zusammen. In meinem gestrigen Video habe ich euch ja gezeigt, dass unsere Migration in den westlichen Ländern leider nicht so funktioniert wie gewünscht. Und dafür wurde ich von einigen in den Kommentaren kritisiert. Ich hätte den wahren Grund gar nicht gesagt. Also der wahre Grund war, dass man Eltern die Kinder wegnehmen wollte, also in staatliche Obhut nehmen wollte, weil sie vernachlässigt wurden. Also entschuldigt mal, das kann man ja erwähnen. Aber ist das ein Grund, dass man mit kleinen Kindern auf die Straße geht, die Polizei in Großbritannien vor diesem Mob, was soll es denn sonst sein? Bei uns wäre es sogar, wir sind ja sogar schon Bauernmob, weil wir auf die Straße gehen, ja? Also der Spiegel tituliert ja nun der Bauernmob, der wütende Bauernmob, Habeck sollte gelünscht werden, all diese Geschichten haben wir ja gehört, ja? Aber wenn man dann, ja, nur weil es dann andere Menschen sind als die Einheimischen, ist das dann in Ordnung? Ist jetzt eine berechtigte Frage hoffentlich mal, darum geht es mir gar nicht. Und viele mit Migrationshintergrund haben das in England scharf kritisiert. Völlig egal, welche Hautfarbe. Ich weiß gar nicht, wie oft man das auch sagen soll. Wir haben ja nun auch in Deutschland genügend Migranten, die sagen, es reicht dir jetzt. Ich muss doch nicht jedes Mal diese Videos einspielen. Es geht nicht um die Hautfarbe oder die Religion oder an was du glaubst. Es geht darum, dass du dich in einem Land anpassen musst, integrieren musst. Wenn ich in ein muslimisches Land fahre und in eine Moschee gehe, dann ziehe ich die Schuhe aus, verdammt nochmal. Oder wenn ich irgendwo in eine Kirche gehe als Frau, dann lege ich mir was über die Schultern. Das ist doch, also entschuldig mal, muss man auf diesem Niveau überhaupt noch reden? Es geht darum, dass wir massive Probleme haben, dass Menschen sich nicht mehr in ein Freibad trauen. Auch der Besuch im Freibad dazu, doch genau da trauen sich jetzt viele Jugendliche gar nicht mehr hin. Ja, denn das kann eine ganz schön gefährliche Angelegenheit werden. Bereits in der letzten Saison mussten wir... Das ist ja Land auf, Land ab so. Das sagt ja nicht der Lee jetzt auf einmal, was er schon vor Jahren gesagt hat und andere auch und da weggecancelt wurden oder in die Schmuddelecke geschoben wurden. Es ist die Realität. Ich kann Statistiken lesen. Ich kann eine Kriminalstatistik lesen. Ist nicht so kompliziert. Und dann muss man feststellen, ich habe ein Problem. Und wenn ich ein Problem habe, dann löse ich es oder aber ich kann es nicht lösen und trete zur Seite. So müsste man es eigentlich in einer Demokratie machen. Und dafür haben wir Wahlen. Und deswegen ist auch legitim, demnächst wieder zur Wahl zu gehen und an der richtigen Stelle sein Kreuz zu machen. So, das nennt man Demokratie. Das musst du alles nicht mögen. Aber dann hast du Pech gehabt. Punkt. Die Täter sind meist jung und männlich. Die Opfer erleben Momente der Todesangst, Hilflosigkeit und Demütigung. In Deutschland kommt es immer häufiger zu Überfällen auf Straßen. Und besonders dramatisch ist die Lage in Hannover. Die Stadt verzeichnet einen Anstieg um sage und schreibe 166%. Und wir sehen in immer mehr Ländern, dass die Leute die Schnauze voll haben und man wundert sich, dass radikale Ränder gestärkt werden. Wir sehen das in Irland, wir sehen das in UK, wir sehen das in Frankreich. Gut, die Polen sagen ganz klar, wie sie sich die Politik vorstellen. Hört euch mal an, wie die damit umgehen mit der Problematik. What we're saying is send them back. Okay, simple as that. Poland is the only country in European Union, which we haven't had even one terrorist attack. We don't have stabbings, we don't have rapes, we don't have all these really dangerous behaviors from migrants, illegal migrants. So our policy is very straight, zero tolerance. We built a beautiful wall on our border with Belarus, and there is no way anyone would enter Poland. When you see the data from Eurostat, not ours, from European Union, Poland is the safest country in Europe. Ja, und gewöhnlich spiele ich ja immer einen Gag nochmal als Abschluss ein. Aber der Gag heute muss einfach sein, mein Geselle damals in meiner Ausbildung hat immer zu mir gesagt, wenn ich eine blöde Frage hatte, Anthony, das hängt ganz von der Wuppidität des Marienkäfers ab und seiner Bedeutung für die Bayreuther Festspiele. Wie komme ich da jetzt drauf? Bayreuther Festspiele. Also Claudia Roth als Ministerin für Kultur, alter Schwede, kommt jetzt allen Ernstes auf die Idee. Ich meine, die Grünen wollen ja alles Mögliche abschaffen. Die grüne Jugend will ja grundsätzlich auch Deutschland, ist scheiße und hassen auch Deutschland anscheinend und sowas. Aber das konntest du ja immer als grüne Jugendspinnerei. Aber wenn eine gestandene Politikerin, die ihr Leben lang wahrscheinlich nichts anderes gemacht hat als das, jetzt auf die Idee kommt, bei den Bayreuther Festspielen Wagner zu verbieten, ja, das ist schon rechts.